Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe für euch heute eine neue Folge Stiftung Premium Test dabei. Wir wollen uns heute anschauen den neuen Tier 8 Premium TD der Schweden. Und gleichzeitig ist es auch eine Premiere, weil ich das allererste Mal von Wargaming einen Test-Account zur Verfügung gestellt bekommen habe, um dieses Biest auf Herz und Nieren zu testen. Für wen ist dieser Panzer interessant? Ich denke auf der einen Seite für alle von euch, die sowieso schon TDs der Schweden haben, um endlich auch einen Crew-Trainer für diese Crews zu haben. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch sehr interessant für alle anderen TD-Spieler, die vielleicht auch bis jetzt noch nicht den Grind der Schweden angefangen haben. Dieser Panzer hat genauso wie die High-Tier-TDs der Schweden ab dem UDES aufwärts den Siege-Modus. Also für alle von euch, die den gerne mal testen würden und vielleicht sich noch überlegen, ist der Grind was für mich oder nicht, könnt ihr das natürlich mit diesem Panzer hervorragend testen. Dass er ein sehr, sehr starker Premium-TD ist, das werden wir uns gleich anschauen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Stats. Ja, ich habe ihn für euch mal in den Vergleich gezogen zum UDES 03, den Standard-Tier 8 TD der Schweden und den Scorpion G sowie den Kanonenjagdpanzer, die beiden deutschen Premium-TDs der Stufe 8. Und was gleich auffällt, ist, dass der Stridswan S1 300 DPM-Punkte, also Schaden pro Minute, mehr hat als der UDES 03. Nur der Scorpion G, der hat nochmal 200 DPM-Punkte mehr. Kanonenjagdpanzer ist etwa identisch mit dem Stridswan S1. Ja, also ihr seht schon, 300 DPM-Punkte mehr, Penetration, und das ist wirklich der Hammer. 288 mm Durchschlag hat der Stridswan S1, genauso wie der UDES, ihr kennt das vom UDES. Das sind 40 mm mehr als zum Beispiel beim Scorpion G und 50 mm mehr als beim Kanonenjagdpanzer. Also ihr kommt so gut wie nie in die Verlegenheit, mal Premium-Munition zu laden, und die kommt mit 330 mm Durchschlag daher. Beides APCR, Standard-APCR und Premium-APCR. Wenn ihr dann doch mal in Tier 10 Gefechten gegen Jagdpanzer E100 oder E100 kämpft, da kommt das dann doch hin und wieder vor, dass ihr vielleicht mal auf euren Zweierknopf drücken müsst. Aber ansonsten, liebe Leute, 288 Durchschlag, das ist meine Ansage. 390 Alpha-Schaden, das kennen die UDES-Fahrer von euch schon, im Gegensatz zu 490 beim Scorpion und 240 beim Kanonenjagdpanzer. Was sehr, sehr geil am Stridswan S1 ist, ist die Shell Velocity 1450. Wer von euch den M4A1 Revolores hat, der kennt diese Shell Velocity, und es fühlt sich gerade, wenn man auf Distanz versucht zu snipen, sehr, sehr brauchbar an, wenn man diese extrem hohe Shell Velocity hat, weil das Geschoss wie ein Laser fliegt, also wirklich eine sehr, sehr geile Sache. Sogar noch ein bisschen schneller als beim UDES 03. Schauen wir uns ganz kurz die Waffenhandhabung an, und da denkt man jetzt als erstes, okay, 2,88 Sekunden Einziehzeit und 0,38 Dispersion, die Knarre trifft ja gar nichts. Aber da sind wir wieder bei der Besonderheit des Siege-Modus, von daher wechseln wir mal ganz kurz das Fenster und schauen uns an, was dieser TD im Siege-Modus kann, und da wird das Ganze schon ein anderes Bild. Ich kann euch aber auch gleich sagen, man kann diesen Panzer tatsächlich nur im Siege-Modus fahren. Er hat nicht wie der UDES eine Kanone, die man noch nach oben bewegen kann, sondern die Kanone ist steif. Das kennen vielleicht die von euch, die den Stridswan 103 oder 103B schon haben. Der fährt sich ähnlich wie der 9er oder der 10er TD, also mit einer starren Kanone, die man nur im Siege-Modus durch die Hydraulik hoch und runter bekommt. Aber wenn ihr dann im Siege-Modus seid, habt ihr eine Einziehzeit von 1,34 und eine Genauigkeit von 0,29. Da ist wirklich dann nur noch der UDES besser. Aber diese Kanone sucht wirklich gerade im Premium-Bereich ihresgleichen. Von daher lasst euch nicht irritieren von den Standardwerten, wenn ihr dann erstmal denkt, so 0,4 Genauigkeit, das ist ja gar nichts. Also, wenn ihr im Siege-Modus seid, dann ist diese Kanone richtig, richtig stark und teilt auch verdammt aus. Und ihr kommt dann auf eine Gun-Depression von 11 Grad. Wenn ihr im Siege-Modus seid, habt ihr nur noch eine Vorwärtsgeschwindigkeit von 8 km/h und eine Rückwärtsgeschwindigkeit von 8 km/h. Das ist aber immer noch besser als beim UDES, der nur 5 km/h vorwärts und 5 km/h rückwärts fährt. Gerade wenn ihr irgendwie an der Hügelkette eure 11 Grad Gun Depression einsetzen wollt, über diese Hügelkuppe rüber gucken möchtet, dann fühlen sich diese 8 km/h doch schon deutlich mobiler an als beim UDES, den ich jetzt auch in dem Verlauf testen durfte. Ja, ansonsten, ihr seht es selber, die Softstats, die Terrain Resistance Werte werden auch extrem gut. Ich kann das euch mal ganz kurz zeigen, wie krass der Unterschied dann ist bei dem Siege-Modus und Nicht-Siege-Modus. Also der Panzer dreht im Siege-Modus viel, viel besser als im Standard-Modus. Von daher, wirklich, kämpft ausschließlich im Siege-Modus, aber ihr werdet das feststellen, ihr trefft ohnehin ohne Siege-Modus gar nichts und ihr kriegt die Kanone meistens auch gar nicht auf das Ziel gelenkt. Von daher, am Siege-Modus führt bei diesem Panzer überhaupt nichts vorbei. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Vergleich.
Ohne Siege-Modus kommt er auf eine Vorwärtsgeschwindigkeit von 50 km/h. Er hat nicht die Mobilität wie der UDES 03. Also die Freunde von euch, die mit dem UDES 03 wahre Klettermonster geworden sind, das kann der Stritzwan S1 leider nicht. Er hat auch gar nicht die Power-to-Weight-Ratio, also die Motorleistung. Er hat hier nur 16,36, der UDES ganze 10 Punkte mehr. Also wenn ihr Freunde davon seid, auf die unmöglichsten Positionen zu klettern, dann kann ich euch hier schon sagen, das kann der Stritzwan S1 leider nicht. Rückwärtsgeschwindigkeit 45 km/h, das kennen alle Schweden-Freunde von euch schon, dass die Panzer rückwärts fast genauso schnell sind wie vorwärts. Nur leider kommt er hier auch nur auf 45 km/h. Also hier dann doch schon deutliche Einbußen im Vergleich zu deinem Counterpart, dem UDES 03. Ja, beide anderen deutschen TDs sind auch schneller, 60 km/h und 70 km/h beim Kanonenjagdpanzer. Aber ich sage euch eins, diese Vorwärtsgeschwindigkeit von 50 km/h reicht allemal. Und um auszuweichen aus dem Silos, 45 km/h rückwärts ist auch eine hervorragende Geschichte. Ja, das soweit zu den Stats der Mobilität. Bei der Panzerung, da haben wir auch Erfreuliches zu berichten, gerade die Freunde von euch vom UDES, die sich dann immer darüber beklagen, dass wirklich gar nichts abprallt, weil jede Kanone 60 mm plus euch overmatcht und die Panzerung durchschlägt. Das ist beim Stritzwan S1 anders. Er hat jetzt eine Panzerung von rundherum 30 mm, das bedeutet, das gucken wir uns gleich auch nochmal an, dass er alles, was unter 90 mm ist, easy wegsteckt und bounced. Das Problem ist natürlich, alles was über 90 mm ist, das kennen die UDES-Fahrer von euch schon, das wird euch durchschlagen. Aber das Schöne daran ist, zum Beispiel die 8-8er-Kanonen der Deutschen, die bouncen bei euch, die haben keine Chance, euch zu penetrieren. Schauen wir nochmal ganz kurz auf, die View Range 350 Meter, das ist wirklich gar nichts, von daher den Panzer müsst ihr dann schon mit Scherenfernrohr fahren, wenn ihr überhaupt in der Lage sein wollt, für euch selber zu spotten. Ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Ich würde sagen, wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf die Panzerung. Nur ganz kurz, viel zu besprechen gibt es da ja eigentlich nicht. Also wie gesagt, der Panzer hat rundherum 30 mm. Effektive Panzerung seht ihr hier selber. Aber das große Plus von diesem Panzer ist halt, dass er so krass angewinkelt ist, dass die meisten Schüsse eigentlich bouncen. Jetzt heißt eigentlich alles, was unter 91 mm ist. Das bedeutet, dass Panzer wie der Mutz, der STA-2, der STA-1, all die Panzer mit der 90 mm oder 8-8er Kanone werden an euch verzweifeln, es sei denn, sie laden Heat. Mit Heat haben sie wieder keine Probleme, wenn der STA-2 zum Beispiel auf Heat lädt, kann er euch ohne Probleme hier oben durch die Oberwanne schießen. Die Heat-Munition kann diese Penetration leisten. Die normale APCR-Munition wird an euch abprallen, aber sobald Kanonen daherkommen, die über 91 mm haben, die werden euch durchschlagen, die werden euch overmatchen. Sei es die Russen Heavies, die Russen TDs, alle High-Tier-Panzer mit den 105 mm Kanonen. Solange ihr aber gegen gleiche Tiers kämpft, wo viele mit der 90 mm Kanone, also ich denke da an die 8er Premium Mediums oder niedrigere Tiers, habt ihr sehr, sehr gute Chancen im Vergleich zum UDES, dann tatsächlich auch die Schüsse zu bouncen. Sobald ihr natürlich so ein bisschen eure Seite zeigt, kann euch hier alles durchschlagen, ihr seht das selber, da habt ihr eigentlich überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu bouncen. Aber solange ihr eure Front zum Gegner haltet und keine Kanonen trefft, die über 91 mm Durchschlag haben, kann dieser Panzer tatsächlich auch verlässlich, gerade wenn er die 11 Grad Gun Depression voll ausnutzt, sehr, sehr gut bouncen. Ansonsten hier oben drauf der Coppola für alle von euch, die jetzt daran verzweifeln. Wenn ihr eine genaue Kanone habt, wie zum Beispiel beim Panther 8.8, dann empfehle ich euch hier oben in den Coppola reinzusnipen. Ist jetzt nicht das allerprominenteste Ziel, aber das ist im Prinzip frontal eure einzige Chance, hier den Panzer mit einem Panther 8.8 oder ähnlichem zu durchschlagen. Das soll zur Panzerung gewesen sein. Ich würde sagen, ich zeige euch nochmal ganz kurz, wieso und warum ich den Panzer ausgerüstet habe. Und dann habe ich diverse Replays für euch dabei. Eine Sache vorweg, die jetzt bis jetzt noch gar nicht angesprochen worden ist, dieser Panzer ist schneller im Siege-Mode und aus dem Siege-Mode wieder raus als der UDES. Er braucht zum Wechseln in den Feuermodus 2 Sekunden und um den Feuermodus wieder zu verlassen, das ist das Schöne, gerade wenn ihr gespottet seid und wieder schnell ausweichen müsst, dann braucht ihr nur 1,25 Sekunden zum Wechseln in den Reisemodus. Reisemodus ist ein ganz netter Begriff. Also, um aus dem Siege-Mode wieder rauszukommen, braucht ihr gerade mal 1,25 Sekunden. Das ist ein hervorragender Wert und besser als beim UDES. Ich habe den Panzer folgendermaßen ausgerüstet. Lüftung, Ansetzer und
Scherenfernrohr. Das Scherenfernrohr ganz einfach, damit man überhaupt auf eine adäquate Sichtweite kommt. Ich komme jetzt hier mit dem Scherenfernrohr auf 500 Meter, auf 506 Meter Sichtweite. Das ist sehr, sehr brauchbar. Ohne Scherenfernrohr seid ihr bei der Basissichtweite von 350 Meter aber aufgeworfen. Dann habe ich den Ansetzer, um die DPM nochmal zu boosten, diese ohnehin starke DPM nochmal zu boosten, und Lüfter, um auch alle Crewfähigkeiten nochmal zu boosten, vor allem den Tarnwert und die DPM. Hier braucht ihr auf dem Panzer eigentlich keinen Waffenrichtantrieb, weil die Einziehzeit mit 1,34 so unendlich krass ist. Und ich komme jetzt hier auf 2900 DPM, also dieser Panzer wird dann wirklich zum wahren Damage-Monster. Ansonsten kann ich euch für die Crew nur empfehlen, haut auf jeden Fall als erstes Tarnung rein, anschließend Sichtweite und Waffenbrüder. Das sind so die Sachen, die wichtig auf dem Schritzwahn S1 sind. Wer von euch noch keine gute Crew hat und noch nicht Tarnung zu 100% ausgebildet hat, dem würde ich empfehlen, statt der Lüftung tatsächlich ein Tarnnetz zu nehmen. Wer von euch aber schon Tarnung geskillt hat, der kann auf das Tarnnetz gut und gerne verzichten, weil die einzigen beiden TDs, die noch einen besseren Tarnwert haben als dieser Schritzwahn S1, sind der Odess selber und der E25. Ansonsten an dritter Stelle kommt hier schon gleich der Schritzwahn S1. Also für alle Freunde, die es lieben, aus dem Hinterhalt zu schießen, denke ich, ist das hier ein sehr, sehr interessanter Panzer. Und ich würde sagen, alles Weitere besprechen wir beim Gameplay. Ja, als allererstes will ich mir mit euch angucken, wie die Kanone funktioniert. Wir sind unterwegs auf der Map Karelien in einem 9er-Gefecht. Wir haben im Gegnerteam 3 9er und ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie sich so die Kanone auf Distanz verhält. APCR, wisst ihr selber, verliert auf Distanz Durchschlagskraft. Also, wenn ihr, so wie jetzt hier zum Beispiel auf 526 Meter schießt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr nominal vielleicht noch 240 Durchschlag habt. Für die Tiger 2 Oberwanne reicht es allemal. Und das ist so eine klassische Position, das klassische Gameplay mit dem Stritzwan S1. Die UDES-Freunde unter euch, die kennen das sicherlich schon. Ihr sucht euch am besten immer Positionen, wo ihr auf die größtmögliche Kampfentfernung wirken könnt, weil sobald ihr aufgeht, habt ihr mit 1000 Hitpunkten erstens nicht viel Überlebensfähigkeit und zweitens ist eure Panzerung, gerade wenn ihr gegen so große Kanonen wie die vom T10, eine 122mm Kanone antretet, die durchschlägt euch ohne Probleme. Das könnt ihr mir glauben, habe ich gleich auch noch ein Beispiel für euch dabei. Wie ist das mit der Genauigkeit? Auf dem Papier 0,29 hört sich erstmal ganz gut an. Wir sehen auch, dass so ziemlich jeder zweite Schuss dahin fliegt, wo er hin soll. Und gerade auf die Entfernung, wir sehen es hier selber, 540 Meter, das ist schon eine Kampfentfernung, wo man jetzt nicht davon ausgehen kann, selbst mit so einer Genauigkeit, dass da jeder Schuss dahin fliegt, wo er hin soll. Ist der Panzer ein Angriffspanzer? Ist der Panzer ein Carry-Panzer? Nein, ist er nicht. Das muss man auch ganz fair dazu sagen. Der Panzer lebt davon, von seiner Tarnung, von seiner Kanone, von seiner Durchschlagskraft. Aber er eignet sich absolut gar nicht dazu, die Initiative zu ergreifen und selber anzugreifen. Das bedeutet, und das ist für mich so ein Frustrationsmoment doch hin und wieder, dass ihr auf euer Team angewiesen seid, dass ihr solche Spots wie hier bekommt, dass eure Heavys zum Beispiel gegen andere Heavys kämpfen und ihr die Situation dann schamlos ausnutzen könnt. Ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes ein Unterstützungspanzer und ihr habt mit dem Stritzwahn S1 genauso wie mit dem UDS eigentlich keine Chance, selber aggressive Aktionen zu setzen, weil eine Nuance zu aggressiv, ihr geht auf, ihr platzt. Das ist leider die bittere Realität. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist dieser Panzer auch nicht dafür konzipiert und hätte sicherlich auch nicht den Durchschlagswert mit 288 mm, wenn er zusätzlich auch noch geeignet dazu wäre, das Gefecht zum Gegner zu tragen, sondern ihr lebt im Prinzip ein bisschen mehr davon, dass das Gefecht zu euch kommt. Es ist für Spieler wie mich, die eigentlich gerne aggressive Aktionen setzen, jetzt nicht der Auswahlpanzer Nummer 1. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass er mir doch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wenn man mal so ein bisschen das Ganze ruhiger angehen lassen will. Ihr seht es, das Gameplay mit so einem Schweden-TD ist schon recht statisch, alleine schon dadurch begünstigt, dass ihr jedes Mal in diesen Siege-Mode gehen wollt, gehen müsst, wenn ihr kämpfen wollt. Aber wir machen dann hier doch den ein oder anderen Treffer. In dem Gefecht werde ich noch knapp 4000 Schaden machen. Ich wollte euch jetzt nur einmal so einen ersten Eindruck von der Kanone geben und ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal noch weitere Gameplays an. Ja, wir sind unterwegs diesmal auf der Map Overlord und wieder in einem, nicht Top-Tier-Gefecht, sondern diesmal in einem 10er-Gefecht. Es gibt aber keine Arti. 1-0 steht es mittlerweile schon für unser Team.
50 Sekunden knapp rum und ich habe meine Position erreicht. Der Panzer fährt eigentlich recht zügig in seine Position rein. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was der Panzer denn kann, wenn die Gegner unachtsam sind, wenn die Gegner quasi euch vor die Flinte fahren. Der erste, der das hier miterlebt hat, das war der M4A1. Oder hinten ist noch ein WZ-132, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ihr seht das auch, wenn ihr in diesem Siege-Modus seid und ihr bewegt im Prinzip nur die Tracks nach rechts oder nach links, dann bleibt das Scherenfernrohr an, Tarnnetz würde auch anbleiben. Sobald ihr aber nach vorne oder nach hinten fahrt, dann geht das Tarnnetz aus. Wir setzen hier sichere Treffer. Das war jetzt Schuss Nummer 2, der angekommen ist. 776 Schaden haben wir bis jetzt gemacht. Leider den T110E4 gebounced, aber gut, das kommt immer mal vor, wenn man auf so einen 10er TD schießt. Der Schuss, bisschen glücklich, aber auch in der Fahrt getroffen. Nächster Schaden, den wir hier machen dürfen. Und hier habe ich jetzt ein Phänomen für euch mitgebracht, was mir, wenn ich in TD sitze, ganz gerne passiert. Dadurch, dass es so statisch ist und so gemütlich, fängt man irgendwann an, aufzuhören, die Minimap zu beobachten, sondern man ist die ganze Zeit nur so am Geiern, was den Schaden angeht. Wir haben da jetzt ein E4, die Maus kommt auch und wir machen hier Treffer um Treffer und dürfen so richtig schön an der Maus schmatzen. Ich habe jetzt mal auf die Premium-Munition geladen, 330 Durchschlag hat die überhaupt gar keine Probleme, die Unterwanne hier herauszufordern von der Maus. Jetzt wird mir schon ein bisschen unwohl, ich fahre schon ein, zwei Meter mal zurück hinter den Busch, aber die Maus ist halt einfach so ein sattes Ziel und man denkt dann immer, okay, ich kann jetzt Schaden machen. Ich habe jetzt hier wirklich so eine Art Tunnelblick und schaue nur noch auf die Maus. Ich gucke auch gar nicht mehr auf die Minimap, was sonst noch so aufgeht, was sonst noch so passiert. Und das ist halt die große Gefahr bei so einem statischen TD, dass ihr, wenn ihr so ein Ziel habt, einfach aufhört, ja, zu schauen, was passiert. Und da bin ich kurz gespottet worden vom TVP. Und ihr habt es gesehen, wenn ihr denn mal offen seid in dem Panzer, ist auch ruckzuck Feierabend für euch. Also wenn ihr gerade gegen 10er Panzer antretet, gibt es eigentlich keine Kanone, die euch nicht durchschlägt, weil alle knapp 100 mm, 105 mm, 122 mm, also sehr, sehr viele große Kanonen am Start. Wir haben jetzt hier in der kurzen Zeit trotzdem 3490 Schaden machen dürfen, aber, und das ist eine Sache, auf die müsst ihr ganz, ganz besonders achten, wenn ihr quasi noch nie Erfahrung mit den Schweden-TDs hattet, guckt weiterhin auf die Minimap, auch wenn es jetzt sich so lecker anfühlt, hier eine Maus abschmatzen zu dürfen und die ganze Zeit schießen. Trotzdem, wenn ihr dann nicht auf die Minimap achtet und gespottet werdet, dann seht ihr, wie schnell man dann plötzlich von Full HP auf 0 HP droppen kann. Das wollte ich euch nur noch mal als ja quasi Zeigefinger mit auf den Weg geben, dass man eben auch dann relativ schnell realisieren sollte, wann kommen denn vielleicht zu viele Gegner mal ausweichen. Ja, und ansonsten habe ich jetzt noch mal ein drittes Replay für euch dabei. Ja, wir sind wieder unterwegs im 10er Gefecht, diesmal auf der Map Airfield. Eigentlich ja eine Map, die sich nicht so sonderlich gut für TDs anbietet. Aber ihr werdet gleich sehen, dass der Stridsvan S1 schon ein bisschen besonders ist, genauso wie der UDES. Der kann auch mal ungewöhnliche Positionen anfahren, jedenfalls ungewöhnliche Positionen für TDs. Das werden wir uns hier jetzt anschauen. Ich habe jetzt extra mal drei Replays mitgenommen, und die euch zeigen sollten, wie der Panzer so funktioniert. Aber ich wollte euch jetzt nicht unbedingt ein Panzer-Ast-Replay zeigen. Ich hatte auch zwei, drei geile Gefechte auf Prokhorovka und Malinovka, wo ich mal so richtig Schaden farmen durfte. 5.000, 6.000 Schaden waren das, glaube ich, Panzer-Ast mit 4 Kills. Aber das sind halt eher so Ausnahmespiele, wo ihr, ja, manchmal 20, 30 Runden drauf wartet, einige warten 100 Runden drauf. Also ich möchte euch eher zeigen, wie sich der Panzer in so einem, ja, gewöhnlichen, durchschnittlichen Match präsentiert. Ich denke, das gibt vielen Leuten einen besseren Eindruck, wie sich der Panzer verhält. Und ich denke, Airfield ist eine ganz gute Karte, um dass wir uns mal so ein ganzes Replay anschauen. Ganz einfach auch, dass sie so einen Eindruck für die Mobilität bekommt. Hier quält er sich bergauf schon ein bisschen. Und dass ihr vor allem auch so seht, was geht denn, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Panzerrunde ist und wenn das Gegnerteam jetzt nicht hundertprozentig in eure Kanonen reinfährt, sondern ihr vielleicht auch ja, so ein bisschen über euer Positionsspiel kommen müsst. So, wir haben uns jetzt hier oben auf den Balkon gestellt. Das ist eigentlich eine recht aggressive Position. Normalerweise nur so für Lights und Mediums, die hier versuchen zu spotten, immer mal pieken. Aber der Stridsvan S1 hat so einen guten Camo-Wert, dass er hier tatsächlich auch dann auf den Centurion ohne Deckung dazwischen schießen kann. Auch ohne Tarnnetz. Und der Centurion Action 10 hat uns nicht gespottet. Da hinten haben wir gleich den nächsten Kandidaten. M48 Patton kriegt hier auch direkt einen Treffer von uns mit. Und direkt der nächste Treffer auf den M48 Patton. Ihr seht, die Kanone ist gerade auf so mittlere Distanzen oder
weite bis mittlere Distanzen, so 300 Meter, zwischen 200 und 300 Meter. Da ist die Kanone am effektivsten, würde ich sagen. Auf 500 Meter, das haben wir uns eben auf Karelien angeguckt, da kann es schon mal sein, dass der ein oder andere Schuss tatsächlich nicht dahin fliegt, wo er hin soll. Aber hier macht das Gegnerteam jetzt einen kapitalen Fehler und fährt hier mir einfach die ganze Zeit in die Kanone rein. Wir konnten jetzt im KV-4 auch noch einen mitgeben. Jetzt haben wir da noch einen Mutz, der vielleicht auch noch versorgt werden will. Auch den Mutz können wir einem mitgeben. Also, ihr seht schon, das ist jetzt nicht die Position, wo ihr wahrscheinlich regelmäßig mit euren TDs hinfahrt, aber ich habe mich dazu entschieden, mal ein paar Sachen auszuprobieren. Das hat ganz gut funktioniert. Also, gerade mit so Panzern wie dem UDES und dem Stritzwan S1, da kann man schon mal neue Positionen ausprobieren, weil die halt so einen krassen Tarnwert haben. Na, Mutz können wir nicht treffen. Vielleicht nochmal einen Schuss auf den Centurion. Ja, war leider schlecht geaimt von mir. 5:3 steht es für unser Team und ich denke, wir haben da einen ganz guten Anteil schon bis jetzt dran gehabt. Jetzt vielleicht nochmal ein Treffer auf den Centurion. Genauso wird das gemacht. 346, paar viele Low-Rolls dabei gewesen jetzt, aber wir machen hier unseren Schaden. Vielleicht können wir jetzt den Centurion sogar rausnehmen. Ja, da ist der Killshot auf den Centurion Action 10. 8:5 für unser Team. Wenn ihr euch in diesem Siege-Mode bewegt, habt ihr gerade gesehen, 8 km/h vorwärts, 8 km/h rückwärts ist jetzt nicht sonderlich gut. Aber, wie gesagt, ihr braucht es nicht versuchen, in diesen Panzer ohne Siege-Mode Schüsse zu setzen, weil ihr kriegt die Kanone keinen Millimeter nach oben, keinen Millimeter nach unten. Also es ist einfach, auch von der Genauigkeit her und so, braucht ihr nicht versuchen, deswegen immer in den Siege-Mode gehen. Egal, selbst wenn ihr auf einen Panzer zufahrt, sofort immer in den Siege-Mode rein. Jetzt bin ich gespottet worden. Ich wollte eigentlich den T-57 Heavy angreifen. Hab jetzt aber feststellen müssen, dass da hinten ein Scorpion steht und noch ein T-110 E4. Und ihr seht selber, ich bin auch noch nicht so ganz vertraut mit diesem Siege-Mode. Jetzt Gott sei Dank hat der T-110 E4 nur meine Tracks getroffen. Ich habe ja selber noch keine Erfahrung mit den High-Tiers gehabt vorher, mit den High-Tiers der Schweden. Deswegen für mich auch der Siege-Modus was Neues. Aber ihr seht selber, die Kanone ist echt brauchbar in diesem Siege-Modus. Diese Genauigkeit von 0,29 absolut ausreichend, so dass wir den T-110 E4 hier in den Cupola schießen konnten. Ich kann euch jetzt sagen, an dieser Stelle wird nicht mehr viel passieren. Vom T-110 E4 kriegen wir nichts mehr ab und von dem Rest der Gegner leider auch nicht. Von daher würde ich einfach mal sagen, gucken wir mal bei so einer Durchschnittsrunde mit 3168 Schaden, einem Kill, was der Panzer denn so für Credits abwirft. Ja, mir war es ganz wichtig, euch hier, das hatte ich ja schon gesagt, keine Panzerassrunde mitzubringen, sondern mal, gerade wenn es darum geht, wie viel Credits macht er denn, so eine eher durchschnittliche Runde mitzubringen. Das Ganze war in Anführungszeichen nur zweiter Klasse. 91.517 Credits haben wir bekommen, 1530 Erfahrung. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. Wir haben 3168 Schaden gemacht, ein Kill, 927 Basiserfahrung, weil wir die Masse des Schadens nicht selber gespottet haben, deswegen eher weniger Erfahrung. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. 77.347 Credits haben wir plus gemacht. Also der Panzer wirft in 5 Minuten hier 77.000 Credits für uns ab. Das ist eine super Nummer. Gerade bei so einer eher durchschnittlichen Runde mit eher weniger Erfahrung. Wenn ihr dann mal so Schadensrunden habt mit über 5.000, 6.000 Schaden und Panzerass, wo ihr auch dann noch den ein oder anderen Unterstützungsschaden mit eingesammelt habt, da hatte ich vorhin auch Runden dabei, wo ich deutlich über 120.000 Credits bekommen habe, aber das ist ja wie gesagt nicht der Durchschnitt. Ich würde sagen, durchschnittlich verdient der Panzer irgendwo zwischen 50.000 und 80.000 Credits. Das ist realistisch. Und ja, wenn ihr mich jetzt fragt, ist der Panzer sein Geld wert? Ich würde sagen, für alle Leute, die die Schweden-TDs sehr, sehr gerne fahren, gerade die High-Tier-TDs, ist es eine Pflichtveranstaltung. Für alle TD-Freunde ist er, denke ich, eine gute Option. Nach wie vor bin ich aber der Meinung, dass der Scorpion der bessere Premium-TD ist. Warum? Weil er einfach vielseitiger einzusetzen ist, weil er einen volldrehbaren Turm hat, weil die Geschwindigkeit, gerade die Vorwärtsgeschwindigkeit, höher ist. Er kann auch besser die Schüsse traden. Mit dem Stritzwan seid ihr so ein bisschen an dieses statische Gameplay gebunden und er kann halt keine Offensivaktion setzen. Das ist das große Manko bei dem Panzer. Wenn ihr aber mit diesem Spielstil irgendwie schon vertraut seid, beziehungsweise wenn das der Spielstil ist, der euch am besten liegt, dann ist der Panzer auf jeden Fall der richtige für euch. Er ist mit 39 Euro nicht ganz günstig, aber auf der anderen Seite, die 8er Heavys liegen ja auch alle so in dem Bereich und ihr habt hier wirklich einen Panzer mit 288 mm Durchschlag, wo ihr so gut wie nie Premium-Munition laden müsst, außer so wie in dem einen Replay, was ich euch gezeigt habe, wenn ihr dabei seid, gerade eine Maus abzuschmatzen. Aber auch dann, wenn ihr die Schüsse penetriert, macht der Panzer noch ein sattes Plus. Also, überlegt es euch gut. Ich denke, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wie der Stritzwan S1 aufgestellt ist.
Wenn euch das Video weitergeholfen hat, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.